Radio, an die Geräte zu Hause. Hier ist sie wieder, die goldene Knieche-Show. Jawohl. Heute gibt es super dubi geile Mucke. Heute gibt es Business Punk von Wir die Band. Und hier ist der Moderator, der sich alle seine Süßigkeiten per Kurier Express in seinen eigenen Kühlschrank bringen lässt. Hier ist der goldene Knieche. Schön, dass ihr wieder hier seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen aufregenden Folge der Goldenen Knieche-Show. Ich habe erfahren, dass Decker, der kann es immer nicht lassen. Decker, der versucht ja immer, das aufzudecken. Und der hat jetzt ein bisschen in meinem Privatleben rumgeschnüffelt. Ja, gucken wir mal jetzt da so. Ne? Da sehen wir das jetzt. Nee, sehen wir jetzt nicht. Egal. Ja, Decker, ihr müsst wissen, Decker ist ja derjenige, der mischt sich immer ein bei uns, ne? Und der will dann mal immer mal so ein bisschen nerven. Hat er schon mal bei Dr. Tief gemacht und hat er auch schon mal bei... Oh, ich höre gerade, jetzt können wir es zeigen. Alles klar. Seht mal, jetzt hier, Decker deckt auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Decker deckt auf. Mein Name ist Decker und ich decke auf. Wie vielleicht einige wissen, hat Knichel jetzt seine eigene TV-Show. Nur, wie hat sich so ein Mensch in so einer Situation verändert? Wir haben Knichel einmal privat besucht. Was sich alles getan hat, seit ich beim Fernsehen bin? Auch nicht viel. Also, man kommt immer noch ganz normal nach Hause, trinkt seine Ananasschorle und genießt das Leben. Man muss natürlich auf dem Teppich bleiben, ne? Nur weil man beim Fernsehen ist, ist man nichts Besseres. Also man kommt immer noch ganz normal nach Hause, legt sich vielleicht mal ab und zu ganz entspannt in den Pool. Man kämpft sich wie jeder durch die gleichen Probleme, ne? Einmal habe ich mir zum Beispiel meine Ananasschorle hier im Pool ausgekippt und dann muss man schon mal den Weg auf sich nehmen drüben zum Meer, ne? Mein Gott, habe ich heute wieder viele Leute an meinen Privatstrand eingeladen, aber ich kann mir auch nicht entscheiden, wen ich auslade. Sanders, press mal neue Ananas für meine Ananasschorle. Sanders? Wo steckt denn der Butler wieder? Sanders! Sanders! Ja. Ja. Wie gesagt, man hat mit den alltäglichen Problemen zu kämpfen. Das dauert bei diesem Wetter bestimmt 5 Minuten, bis die Kleidung trocken ist. Wo habe ich denn jetzt eigentlich meine Jacht? Sanders! Verdammt, ey. Muss ich wieder das ganze Grundstück nach diesem Butler absuchen. Also keine Angst, ich werde ihn noch finden. Vielleicht ist er ja auf seinem Zimmer. Mal gucken. In seinem Zimmer ist er auch nicht, das Übliche hier. Immer oben. Sanders! Oh Mann! Sanders! Also, wie man sieht, ein ganz normales Leben.
Ja. Also, ich weiß gar nicht, was dieser Decker hat. Er hat nichts gefunden, also bleibt alles beim Alten, ne, würde ich sagen. Wenn ihr auch irgendwelche Filme habt, die ihr uns mal schicken wollt oder so, die führen wir hier auch mal vor, wenn sie uns gefallen. Ne? Also macht gute Filme und schickt sie an Tide TV, Fach die Goldene Knieche Show, Finkenau 35 in 22081 Hamburg. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Mensch, Kniechel, Dr. Tief, redet doch mal bitte über dieses Thema hier. Wir hatten zum Beispiel schon mal den Unterschied zwischen einem Mozzarella-Schneider und einem Eischneider zeigen müssen, beziehungsweise wie er klingt, sollten wir hier mal vorstellen. Haben wir auch gemacht. Ja, das war der Mozzarella-Schneider. Und schickt doch einfach mal eine E-Mail und sagt uns alles, was ihr gerne hier sehen wollt. Bitte an gniecheshow@tidenet.de. So, da steht's. Aber jetzt, aufgepasst, jetzt wird's punkrockig. Denn jetzt kommen meine Gäste und zwar sind das wir! Wir! Ja, ihr wart ja schon mal bei uns zu Gast. Ja. In der zweiten Staffel. Und da habe ich euch versprochen. Aua, und er ist auch wieder da. Hier! Und da habe ich versprochen, dass ihr in der dritten Staffel nochmal auftreten dürft, weil euer vierter Mann fehlte. Hallo, vierter Mann. Der war letztes Mal nicht dabei. Ja, ich bin wieder gesund. Du bist wieder gesund? Ja. Ja, was hattest du? Jetzt kommt Goldfieber. Die Aus- Bitte? Goldfieber. Goldfieber. Ganz böse. Hast du geguckt und deswegen... Leider. Was? Ja. Ah ja, ist ansteckend. Und da warst du irgendwo auf Goldsuche. Ja, in der Tat. Okay, die Diskussion über euren Namen hatten wir ja schon jetzt ausge... Wobei du es ja wieder verkehrt gesagt hast. Das heißt also korrekt, wir die Band. Also ach, das heißt nur doch, wir die Band. Das habe ich dir die ganze Zeit gesagt. Ich wusste es. Ich glaube, muss ich mich auch mal bei unserem Paddy entschuldigen, weil der hat das, glaube ich, auch... Nee, du warst das, warst Paddy? Egal, ich entschuldige mich bei allen. Kein Problem. Überhaupt das Gegenteil. Wir die Band. Also ihr nennt euch richtig wir die Band. Wir die Band, ja. Nicht ganz nur wichtig. Wir. Damit es nicht heißt, ja, wer spielt heute? Wir. Wir, genau. Damit das nicht passiert? Ja. Wir, die Band. Passiert es aber auch. Nein, so, ich hatte ja auch, du erinnerst dich an die letzte Show, vielleicht noch? Als Nö. Nein. Erzähl mal. Da hatten wir uns über diesen Bandnamen und wie das damals zustande gekommen ist mit dem Namen. Wir haben zuerst an wir gedacht, an uns gedacht und haben uns dann doch wir und bla bla. Naja, genau. Und es haben viele Nachahmer gegeben, in der Tat. Und Hat es das, ja, in der Tat. Und deshalb hat sich auch eine andere Band, also eine bekannte junge Band, bestehend aus drei Bandmitgliedern, auch namens wir, die sind zwischen 16 und 18 mittlerweile. Bitte? Ja, ja, die haben sich auch umbenannt in jetzt... Uns? In A5 Richtung wir. A5 Richtung wir. Also auch weg von dem wir in A5 Richtung wir. Richtung wir. Aber es, heißt, aber es sind nicht wir. Voll, aber es heißt ja, dass sie voll Fans sind, weil alle wissen, wir müssen A5 Richtung wir fahren und dann sehen wir eigentlich die richtige Band. Ja, wobei wir ja nicht an der A5 wohnen, sondern hier an der A7. Beziehungsweise okay. A1 jetzt, oder achso, A255. Okay, wie machen wir das denn? Ja, jetzt müssten wir eigentlich mal A5 Richtung wir auch mal einladen, um da mal die Gegenprobe zu haben, Gegendarstellung. Ja. Aber du bist ja auch neu, ne? Ich kenne dich auch noch gar nicht. Du warst irgendwie war das ein Blonder letztes Mal. Nein, das ist ja das Markenzeichen, diese roten Haare. Wurde zusammen mit diesem Business-Punk-Outfit eingeführt. Ja, das Typische. Genau, also ein bisschen Punk und ein bisschen Business und hups. Das gehört eben dazu. Wieso hattest du letztes Mal blond? Ganz ehrlich, ich habe die Farbe vergessen. Yes! Heißt das, ich habe das einzige Video von wir, die Band, wo du blonde Haare hattest? Wo wir Business-Punk machen und ich blonde Haare habe, ja. Ach, wir, die Band, mit dem Namen habt ihr auch schon andere Musik gemacht vorher? Ja. Ja? Ja, das war dann... Och, ich habe das erste Video. Eigentlich haben wir uns immer gestritten, was wir tragen müssen, weil wir uns aber nie einigen konnten, wer jetzt was anhat. Also blaue Jeans, da kamen schwarze Jeans und bunte T-Shirts. Genau, bunte T-Shirts. So, gebartigt, schneller, lauter. Gebartigt. Du hast mal gebartigt. Yeah. Wie macht ihr das jetzt mit euren Haaren? Hä? Schneiden. Wie macht ihr das waschen, jetzt mit euren Haaren? Legen. Da ist auch nicht einheitlich. So, jetzt machen alle mal rot. Schön. Hier, ja. Bitte. Das ist doch einheitlich. Guck dir das mal an. Also es werden einheitlich weniger. Und ich wollte gerade sagen, sonst gehen sie alle aus. Das ist eigentlich ziemlich... Das könntest du mitspielen? Nein. Warum hast du eigentlich meinen Stock? Du sollst hier schön deine Forke haben. Der zwiebelt viel zu doll. Ja, und die roten Haare haben natürlich eine andere...